Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, meine Damen und Herren, dass es heute an den Märkten richtig krachen wird. Und warum das so ist, das will ich Ihnen in diesem Video kurz skizzieren, warum heute etwas passieren wird, passieren muss, eine Entscheidung fallen muss, entweder eine massive Rallye nach oben, zum Beispiel bei den Aktienmärkten, oder ein massiver Einbruch der Aktienmärkte und ein weiterer Anstieg der Renditen. Das sind die beiden Alternativen. Viel mehr gibt es nicht. Heute Auftritt Jerome Powell. Das wird der entscheidende Trigger. Wenn Powell hier nicht die Märkte beruhigt, dann wird es richtig rumpeln. Wenn er sie beruhigt, dann kann es richtig nach oben gehen. Aber eins nach dem anderen. Warum ist die Lage so schwierig? Warum ist jetzt plötzlich ein solcher Druck da? Weil der Repo-Markt in den USA wieder aus den Fugen geraten ist. Wir sehen hier, die Overnight Rates teilweise bei -4% dürfte eigentlich gar nicht sein. Das heißt, wir haben jetzt wieder an einem Markt, der praktisch ein zentraler Aspekt des amerikanischen Geldmarktes ist, wirkliche Verwerfungen. Und das erinnert uns so ein bisschen an die Situation im September 2019, als wir auch einen Repo-Crash hatten. Damals waren Hedgefonds hochgehebelt, die bekamen dann Schwierigkeiten. Die Fed hat sie wieder mal gerettet, indem sie praktisch Liquidität zugeführt hat. Und Liquidität ist jetzt das ganz, ganz große Thema, denn es geht noch um etwas anderes, meine Damen und Herren, nämlich um die sogenannte SLR Exemptions. Das sind die sogenannten Supplementary Leverage Ratios, also praktisch die ergänzenden Hebel-Ratios, könnte man sagen. Diese Verordnung ist eingeführt worden im April 2020, also auf dem Hochpunkt der ersten Corona-Welle, der ersten Corona-Krise, als die Märkte kurz zuvor ja abgestürzt waren. Und jetzt ist es eben so, dass wir die Situation haben, dass am Repo-Markt echte Panik herrscht. Und Powell muss jetzt ein Signal geben, diese Supplementary Leverage Ratios, das jetzt versuche ich gleich zu zeigen, sind sehr wichtig für die Banken und normalerweise laufen die ein Jahr. Das heißt, die würden jetzt im März auslaufen, zumindest war es damals als einjähriges Programm von der Fed so tituliert. Und normalerweise würde man jetzt erwarten, dass Jerome Powell am 17. März, wenn die Entscheidung der Fed ansteht, dann sagt, okay, wir werden das verlängern oder wir werden es halt nicht verlängern. Aber wahrscheinlich ist, so vermuten manche, dass Powell heute schon sagen wird, wir werden das verlängern. Und das ist insofern wichtig, als es für die Banken hier um einiges geht. Hier mal ein Artikel der Financial Times. Das sind ja diese Instrumente, die faktisch den Banken erlauben, weniger Eigenkapital hinterlegen zu müssen, sodass mehr Liquidität ins System kommen kann. Wir sehen hier, dass praktisch zum Beispiel die Banken in die Lage versetzt wurden, bestimmte Dinge nicht mit zu berücksichtigen, wenn es um die Verhältnisse in Sachen Eigenkapital geht. Normalerweise müssen die Banken dann 3 oder 5 oder manche sogar mehr, je größer eine Bank ist, je systemrelevanter sie ist, umso höher muss der Anteil an Eigenkapital in Relation zu ihren Assets sein, die sie bewegt. Also praktisch, wie stark ist die Bank gehebelt? Je größer die Bank ist, umso weniger stark sollte sie gehebelt sein, weil sie eben systemrelevant ist. Jetzt wurden praktisch den Banken erlaubt, na pass mal auf, wenn du Staatsanleihen in deinem Depot hast, dann musst du die nicht mitzählen. Dann zählen die also praktisch offiziell nicht zu den Assets, sodass das natürlich eine immense Erleichterung ist für die Banken, die damit weniger Eigenkapital brauchen, damit sozusagen Liquidität frei geworden ist. Und so sagt etwa Mark Cabana von der Bank of America, ja pass auf, wenn du diese SLRs jetzt nicht verlängerst, liebe Fed, guess what, was wird dann passieren? Dann werden wir choppy Markets erleben, dann werden wir sehr volatile Märkte erleben, weil die Banken sozusagen viel weniger Liquidität haben, um an den Märkten mitzuspielen. Das könnte Auswirkungen haben dann auf die Repo-Märkte, das könnte Auswirkungen haben auf die Anleihemärkte, das könnte vor allem Auswirkungen auch haben auf die Aktienmärkte. Also das wird ein zentraler Punkt hier, diese SLR-Anforderungen, diese SLR-Exemptions, ob das heute von Powell möglicherweise als Signal gegeben wird, um die Märkte zu beruhigen, das könnte schon reichen, dann müsste er andere Dinge gar nicht verkünden. Es gab ja das Gerücht, dass diese Operation Twist kommen würde, 3.0, also praktisch, man verkauft kürzer laufende Anleihen und kauft im Gegenzug länger laufende Anleihen, um die Renditen am Anleihemarkt zu drücken. Und das ist ja das große Problem, Anstieg der Inflationserwartungen, weil man sich denkt, die Wirtschaft wird sich toll erholen und die Renditen sind extrem niedrig, das passt
nicht zusammen. Überall steigen die Preise massiv, dazu gleich mehr. Jedenfalls hat die Fed jetzt ein Riesenproblem am kurzen Ende und am langen Ende. Überall sind plötzlich Probleme und da muss jetzt eine Lösung her. Wir haben gestern gesehen, dass der Anstieg der Renditen ja dazu geführt hat, dass die Rallye, die zunächst ja eingesetzt hatte, dann ziemlich schnell wieder abgesoffen ist. Vor allem der Nasdaq ja massiv im Minus. Da ist sozusagen die Schwachstelle. Es gibt noch diese andere, könnte man sagen, nukleare Option, nämlich die sogenannte Yield Curve Control. Also praktisch die Kontrolle der Zinskurve, indem man sagt, okay, bei zum Beispiel der 10-jährigen Staatsanleihe darf die Rendite nicht über, sagen wir mal, 1,5% steigen. Das könnte die Fed sagen. Was bedeutet aber Yield Curve Control eigentlich? Und das finde ich sehr wichtig, dass das hier mal klar gemacht ist. Quantitative Easing, also die Anleihekäufe, die Fed derzeit tätigt, die sind immer 120 Milliarden Dollar derzeit in Monat. Also wir haben einen fixen Geldbetrag, den die Fed investiert, je nachdem zu welchem Preis gerade hier die Anleihen zu kaufen sind. Aber der Geldbetrag bleibt immer gleich, nur der Preis der Anleihen verändert sich halt. Mal kauft man billiger, mal kauft man teurer, auf Deutsch gesagt. Diese Yield Curve Control würde aber bedeuten, dass man faktisch einen festen Preis hat, nämlich weil einfach die Anleihen ja praktisch festgenagelt werden, vor allem die länger laufenden Anleihen, aber einen unbegrenzten Amount of Dollars hätte. Also praktisch sich das Ganze dann möglicherweise zu einer totalen Ausuferung des QI auswachsen würde und das würde die Inflationssorgen weiter schüren und das würde den Dollar weiter unter Druck bringen. Also ob diese Yield Curve Control ist eigentlich kein Instrument, das die Fed ernsthaft machen kann, sonst hat sie wieder völlig neue Themen. Also muss sie gucken, entweder Operation Twist oder eben diese Aussetzung der Liquiditätsanforderungen für Banken, diese SLR-Exemptions, die ich hier vorhin thematisiert hatte, das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn Paul die aber nicht bringt, dann wird es richtig rumpeln und der Pauli, der ist um 18.05 Uhr, beginnt diese Diskussion. Das ist also nicht etwas, was Paul jetzt schriftlich schon mal aufsetzen kann, sondern da ist Question and Answer, also da ist Frage und Antwort. Da muss Paul also sozusagen sich jetzt überlegen, was sage ich da, denn die Märkte erwarten, dass er etwas sagt. Passiert das nicht, dann rumpelt es, wie gesagt. Denn die FED-Sitzung ist erst am 17. April. Das ist also noch lange hin. 18.05 Uhr bei Finanzmarktwelt werden Sie geholfen. Ich werde dann auch das Marktgeflüster erst machen, wahrscheinlich, wenn klar ist, was Pauli gesagt hat. Und es hat gestern gerumpelt, vor allem im Nasdaq, über fast 3% im Minus der Nasdaq Future. Wir sehen hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier das Triple Q Nasdaq ETF Chart von Michael Silver in Figuring Out the Money. Also da geht es jetzt um was. Da ist richtig Zunder. Und das lag auch daran, dass Chicago Fed-Chef Evans gestern gesagt hat, ja, ich glaube nicht, dass wir so ein bisschen die Duration der Anleihekäufe ändern müssen. Also praktisch, dass wir länger laufende Anleihen kaufen, um eben die Renditen hier ein bisschen wieder zurückzubringen. Jedenfalls ist es so, und das ist der entscheidende Punkt, wir haben extrem hohe Short-Positionen jetzt auf die länger laufenden Staatsanleihen in den USA. Alle gehen davon aus, Inflation wird weiter steigen, dementsprechend müssen die Renditen nach oben. Und wer glaubt, dass die Renditen nach oben gehen, der shortet die Staatsanleihe. Und was passieren könnte, wäre, wenn Paul heute interveniert, dass sozusagen hier ein Short-Squeeze stattfindet, dass also diejenigen, die Short stehen in der Anleihe, also mit steigenden Renditen rechnen, dass die rausgespült werden und wir eine massive Bewegung bei den Anleiherenditen nach unten sehen. Short Squeeze eben bei denjenigen, die auf weiter steigende Anleihen spekulieren. Und das wäre natürlich extrem positiv für die Staatsanleihen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil wir gesehen haben gestern, dass vor allem die Tech-Werte jetzt von diesem Renditeanstieg stark betroffen sind. Die Fang-Stocks mit dem zweitschlechtesten Tag seit langer Zeit und die Hedgefund-Lieblinge, also die Aktien, die vor allem im Tech-Sektor von den Hedgefonds gehalten werden, die sind seit Anfang März richtig unter Druck und auch die liebe Cathie Wood, die als Superstar gesehen wird, weil sie praktisch so voll dieses Momentum reitet, Tesla, Bitcoin, Tesla alleine über 12% in ihrem Portfolio. Vielleicht inzwischen noch mehr, weil sie ja, wie wir wissen, kürzlich nachgekauft hat. Jedenfalls der ARKK jetzt 22% im Minus ist seit seinem Hochpunkt. Also dieses Produkt, das Cathie Wood hier betreut, auch eine Bitcoin-Käuferin, und Bitcoin und Tesla verhält sich ja ähnlich. Wir sehen jetzt in China den ChiNext, also die chinesischen Tech-Werte, dieser Index, der diese Werte abbildet, mit dem größten Abverkauf seit September. Also da ist es schon etwas los. Aber das Erstaunliche ist, meine Damen und Herren, dass wir jetzt eigentlich positive Divergenzen beim Nasdaq haben.
Und wir haben vor allem gesehen, dass die Internals, also New York Advanced, die Kleinlinie, also wie viele Aktien sind denn da eigentlich gestiegen und wie viele sind gefallen? Da ist die Geschichte eben die, dass jetzt erstaunlicherweise mehr Aktien gestiegen sind als gefallen sind gestern, sondern es waren also diese Fang-Aktien, die Schwergewichte, die wieder hier runtergedrückt haben, nämlich 5 Firmen, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Google, also mithin die mit am stärksten an Marktkapitalisierung, an Marktgewichtung versehenen Aktien, die haben fast die Hälfte des 1,3% Verlustes gestern beim S&P 500 ausgemacht. Also es sind die Dickfische, die verkauft wurden. Es ist nicht ein breiter Abverkauf gewesen aller Tech-Werte. Und da könnte also eine positive Divergenz sein, die darauf hindeutet, dass der Pauli schon was sagen wird heute. Und dann würden vor allem die Tech-Werte am meisten profitieren, würde der Nasdaq am stärksten steigen, wenn es so kommt, dass der Jerome mal ein bisschen was auspackt. Schauen wir uns noch kurz an, wie die Dinge hier gestern gelaufen sind. Information Technology und Consumer Discretionary am stärksten unter Druck. Gestern wieder Energy nach oben gegangen. Das ist erstaunlich. Auch die Financials wieder gestiegen und wir sehen das jetzt eben, und das ist so ein bisschen so die Wegscheide jetzt, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe leicht über der Dividendenrendite des S&P 500 liegt. Und das ist eben das erste Mal jetzt wieder eine echte Konkurrenz. There is no alternative. Yes, there is an alternative. Eben die Frage, wie attraktiv diese Alternative ist, wenn man mit weiter steigenden Renditen rechnet. Aber sei es drum. Wir sehen Value versus Growth hier seit Anfang März extrem auseinanderdriften. Value 8,9% gestiegen, Growth im Minus. Also wir sehen hier diese klare Unterscheidung, diese klare Rotation raus aus Tech rein in Value. Und das könnte sich, wenn Paul heute was bringt, ja, könnte sich das ändern. Wir sehen, dass diese Inflationserwartungen derzeit ja durch die Decke schießen. Gestern aus dem ISM-Index, wo die sagen, also was wir hier sehen, das ist jenseits dessen, was man überhaupt hatte erwarten können. Und viele gehen davon aus, dass die Inflation deutlich stärker ansteigen wird, CPI, also Verbraucherpreise, über 4% zulegen werden. Immer wieder sprechen mich Freunde, Bekannte oder auch Leute, die ich nicht kenne, meine Videos sehen an und sagen, also in meiner Branche plötzlich totale Preiserhöhung und das wird dauerhaft sein. Das wird also mindestens ein halbes Jahr erstmal gelten. So viele Bereiche aus dem Bau, aus Zulieferern, wo man auch immer hinguckt, Landwirtschaft, überall sind massive Preissteigerungen teilweise der Fall. Und das muss eigentlich ja in den Renditen irgendwie wiedergespiegelt werden. Dementsprechend kämpft Jerome Powell praktisch wie Don Quixote gegen Windmühlen eigentlich. Und er muss aber dagegen kämpfen, weil dieses heftig überschuldete System, das ja praktisch nur auf Gelddrucken basiert, nämlich unsere Märkte, wenn man so will, das würde kollabieren, wenn eben jetzt plötzlich Geld teuer wird. Der Anstieg der Kapitalmarktzinsen nicht zu verwechseln mit dem Anstieg der Leitzinsen, die bleiben unten, aber die Märkte setzen einen Zins, der eben unabhängig ist von der Fed, denn wenn ich jemand Geld leihe zu etwa 1% der Zinsen und erwarte aber eine Inflation von 3% Zinsen, dann habe ich ein Riesenproblem, dann verliere ich schon mal mindestens 2%, wenn die Inflation bei 3% liegt, also muss ich höhere Zinsen fordern und das passiert im Markt und nicht durch die Notenbank, das ist genau der entscheidende Punkt. Wir sehen hier Dr. Copper, also Kupfer, das sehr stark ja gestiegen ist, gestern eine kleine Pause in der Rallye gesehen hat, im Vergleich mit der CPI, also der Verbraucherpreisinflation, müsste eigentlich auch nach oben gehen. Wir haben gestern das Beige-Book gehabt, wo wir sehen hier, fast alle berichteten von moderat steigenden Preisen oder erstaunlich stark steigenden Preisen. Also das ist ein Phänomen, das jetzt praktisch durchaus Allgemeingültigkeit hat. Und wir haben gestern eine interessante Aussage jetzt der Mitarbeiterin der Bank of England, Tendreiro, gesehen, die gesagt hat, ja, also diese Negativzinsen zum Beispiel, das sollte ja nicht als etwas Außergewöhnliches betrachtet werden. Außergewöhnlich sind vielmehr ja die hohen Zinsen, die in den 70er und 80er Jahren noch der Fall waren. Wir erinnern uns, Anfang der 80er Jahre lag der Zins oder lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe noch bei 15%, muss man sich mal vorstellen. Also das sei außergewöhnlich. Negativzinsen sind gar nicht außergewöhnlich. Ja, schauen wir mal in die Menschheitsgeschichte. Gell? Also ich kann mich nicht erinnern, wann da nicht einmal Negativzinsen waren. Ne? Praktisch schon vorbei.
Christus. Naja, das ist normal. Also Negativzinsen sind normal. Das ist ja klar, du schaffst den Zins ab, das ist normal. Also das ist natürlich totaler Bullshit, aber wir sehen, welche rhetorischen Verrenkungen hier schon der Fall sind, um hier bestimmte Situationen zu handhaben. Und hier noch ein Blick nach Deutschland. Siemens Energy wird in den DAX aufsteigen am 22. März. Rausgehen wird Tim Beiersdorf. Damit verliert er morgen seinen einzigen DAX-Konzern, meine Damen und Herren. Und ich habe ein paar Freunde bei Beiersdorf, die werden jetzt auch nicht glücklich sein. Die Beiersdorf-Aktie dürfte bis dahin fallen, könnte dann aber, wenn die Sache durch ist, ein interessantes Investment sein. Aber das ist nur mal nebenbei gesagt. Also Jerome Powell muss es heute richten. Das ist wirklich zentral. Er muss etwas sagen, es muss etwas kommen, sonst knallt es an den Märkten nach unten. Wenn er etwas sagt, was die Märkte beruhigt, dann knallt es nach oben. Aber knallen wird, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Schauen Sie heute rein bei Finanzmarktwelt. Da werden Sie informiert. Servus und ciao.